Was ich will, ich will etwas Aufregendes, etwas Besonderes. Es war alles durchaus in Ordnung. Es hätte alles so einfach sein können. Doch habe ich immer gewusst, eines Tages würde ich in ein Zimmer kommen und da wäre die Frau. Und alles andere wäre nicht gewesen. Glauben Sie, dass so etwas geschehen kann? Es ist geschehen. Ja, ist da ein anderer Mann im Spiel? Bisher nicht. Bisher? Aber jetzt, wie? Ich habe ihn erst heute Morgen kennengelernt, als ihr beide fortgegangen seid. Sehen Sie, diese Unterredung hier führt zu nichts, außer zu einer hohen Taxenrechnung und die Taxe steht noch vor der Tür. Also, Sie können sagen, was Sie wollen. Ich muss jetzt Klarheit in der Sache haben. Jetzt und hier. Weißt du, was du bist? Du bist völlig verdreht, mein Kind. Das ist es. Ach ja, Liebes, ich brauche noch deine Unterschrift für ein paar Schriftstücke. Was sind für Schriftstücke? Ach, du weißt schon, die dummen Formalitäten, die mit dem Kauf des Hauses zusammenhängen. Es tut mir so leid, dich damit verhelligen zu müssen. Du Bruce, ich möchte gerne mal wissen. Ja. Was möchtest du denn gern mal wissen? Sag mal, benutzt du eigentlich Wasserstoff-Superoxid für dein Haar? Was soll das heißen? Bruce, Liebling, sieh mich nicht so an. Ich will dir ja alles erklären. Das war so, Dr. Gribble. Ach, er ist also auch an der Verschwörung beteiligt. Ach ja. Komisch, wie entfernt deine Stimme klingt. Das muss in meinem Kopf sein. Solltest du dich nicht ein bisschen hinlegen? Aber nein, das ist gar nicht so unangenehm. Die Umrisse der Dinge verschwimmen, aber die Farben werden leuchtender.